Liebe Susanne, ich bin mir wohl bewusst, dass ich viel älter bin als du. Och, diese lumpigen 25 Jahre spielen gar keine Rolle. Cherie, du bist 20 und ich 43. Meiner Rechnung nach sind das 23 Jahre. Jedenfalls bist du sehr temperamentvoll. Ja, zumindest zärtlich und liebevoll. Und deshalb habe ich beschlossen, einem alten Brauch unseres Landes und unseres Standes zu folgen. Ich werde mit dir eine morganatische Verbindung eingehen. Was heißt denn das, eine morganatische Verbindung? Ist das eine verheiratete Frau, die einen Geliebten hat? Nein, Susanne. Ich mache unsere Freundschaft offiziell und dich zu einer geachteten, unabhängigen Dame von Welt. Oh ja, ich möchte wahnsinnig gern unabhängig sein. Könnte ich gleich ein elegantes grünes Cocktailkleid bekommen? Vielmehr, mein Kind. Ich habe beschlossen, dir durch einen Notariatsakt mein Landgut bei Dinard zu schenken. Oh, danke, danke, Kuku. Ich engagiere mir eine Jazzband und stelle jeden Abend die ganze Bude auf den Kopf. Eine Dame wie du wird sich aber ganz ernsthaft um den Landsitz kümmern müssen. Also gut, gut, Kuku. Ich werde meine Ferien immer dort verbringen. Ich habe ja beim Lido 3 Wochen vertraglichen Urlaub. Nein, mein Kind, mit dem Lido ist es Schluss. Und jetzt habe ich dir die große, große Neuigkeit mitzuteilen. Hier sind deine neuen Visitkarten. Susanne Verrier, Mitglied der Comédie Française. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe dem Intendanten in seiner Steuersache ein paar Wege abgenommen und er hat mir diesen Gefallen getan. Aber du, Talent habe ich gar keins dazu. Ich an der Comédie Française. Wann debütiere ich? Am 15. September in Phèdre von Racine. Um Gottes Willen, da kenne ich den schrecklichen Monolog von meiner Freundin Julie. Ich selbst war's, die ein lasterhaftes Auge auf deinen keuschen Sohn zu richten wagt. Keine Angst, Susanne. Du spielst nur eine Frau aus dem Gefolge. Bussi, Kuku. Du bist wirklich gut zu mir.